Ein weiteres Highlight auf der diesjährigen SPS sind die direkt angetriebenen Talkrundtische. Und die sehen wir uns jetzt mal an. Neben mir steht Dennis Rung, er ist Vertriebsspezialist für Rundtischlösungen. Herr Rung, was ist denn ein Talkrundtisch und worin unterscheidet sich der gegenüber anderen, wie zum Beispiel Ihren mechanisch angetriebenen Rundtischen? Hallo, unsere festhackende Tische und freiprogrammierbare Rundschalttische basieren auf dem Antrieb einer Zylinderkurve, die man so kennt. Die ist ziemlich schnell und ziemlich präzise. Noch schneller geht es mit unseren Talktischen, die sind quasi Servomotoren mit einem sehr hohen Drehmoment. Was sind denn die Vorteile dieses Antriebs? Worin liegt der Kundennutzen? Also der große Vorteil ist auf jeden Fall die hohe Dynamik und unser TO hat auch sehr kurze Schaltzeiten. Wir sind in der Lage, bis zu 600 Zyklen pro Minute zu fahren. Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, sind das dann 10 Positionen pro Sekunde. Bei dieser Geschwindigkeit leidet da nicht ein bisschen die Präzision drunter? Nein, auf keinen Fall. Unser TO hat eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Das liegt unter anderem an unserem Antriebsprinzip, aber auch daran, dass es kein Getriebe dazwischen ist, dass es direkt angetrieben wird. Das heißt, es ist kein mechanisches Bauteil dazwischen, sozusagen auch kein Spiel. Also auch kein Verschleiß, wenn ich es richtig kombiniere, oder? Richtig, kein Verschleiß. Zusammengefasst kann man sagen, dass der TO sehr schnell, sehr präzise und nahezu wartungsfrei Lösungen für den Kunden ist. Er ist auch so ausgelegt, dass er mehr als einen Produktzyklus standhält und somit auch für leicht umgebaut wird, werden kann für nächsten Produkt sozusagen. Das klingt ja nach einem Universalgenie. Wahnsinn. Herr Rung, wir sehen ja jetzt hier verschiedene Rundtische. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern ein bisschen erklären, was diese Anwendungen machen. Gerne. Vorne sehen wir einen TO 750, im Hintergrund sehen wir einen TO 220C und der kleine ist der TO 150. Im vorderen Bereich sehen wir ST 75 und ST 140. Diese Einheiten bieten wir für die Lösungen um Bewegungen von Greifern bzw. Hebeln. Und diese sind sehr schnell, sehr präzise und haben eine sehr kleine Bauweise, sodass sie auch in verschiedenen Lagen auch montiert werden können. Der da hinten fällt ja optisch schon aus dem Rahmen, ne? Genau, das ist unser TW, eine Kombination aus dem Torque-Motor und einer hochpräzisen Versetzung. Der TW ist eine attraktive Alternative für die Anwendungen, wo normalerweise bzw. üblicherweise Pneumatik-Rundschalttische eingesetzt wurden. Der große Vorteil ist auch die geringe Wartungskosten und Betriebskosten. Dadurch rentiert sich dieser Tisch auch nach wenigen Monaten. Sehr, sehr interessant, Herr Rung. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen interessanten Überblick. Und ich merke schon, Direktantriebe sind ganz klar ein Trend in der Automatisierungstechnologie. Herr Rung, ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg für Ihre Produktgruppe, dass Sie für Ihre Talk-Rundtische genauso Maßstäbe setzen wie bei Ihren legendären Rundschalttischen TC. Dankeschön.